Pass auf, das hier ist ein Slider. Und das hier ist ein Slider. Yeah! Nice. Willkommen zu einer neuen Folge Eichel machen Sachen. Okay, wo fange ich an? Kurze Vorgeschichte. Dennis hat mich angerufen und gesagt, hey Eiche, was machen Sachen? Willst du einen Kameraslider bauen? Da kann man 3D und Werkstatt miteinander kombinieren und es wäre ein ganz geiles Projekt für uns. Und dann habe ich gesagt, yo Dennis, lass machen, klingt geil. Und wir hatten von Anfang an keinen richtigen Plan, wie wir es eigentlich angehen sollen. Das Einzige, was wir wussten, ist... Und ehrlich gesagt wissen wir nicht so richtig, was wir machen, aber... Was machst du da? Probieren. Wir sind gerade am Prototypen. Yo, aber was ist ein Kameraslider eigentlich? Ein Slider oder Gleiter sorgt dafür, dass du eine stabile Fahrt mit einer Kamera machen kannst. Unendlich langer Slider, 10 Meter lang, die Fahrt hört nie auf, oh mein Gott. Also quasi eine Bewegung von links nach rechts und das eben auf einer geraden Linie. Nicey. Ja, und dann sind wir in die Werkstatt, haben ein bisschen rumprobiert. Mehr schlecht als recht. Wir hatten wirklich keinen Plan, was wir genau machen und wie wir es genau machen. Aber am Ende war uns klar, dass wir die Teile selber gestalten wollen, dass wir die Teile selber designen wollen. Es soll unser eigener Slider werden, so wie wir ihn gerne hätten. Ja. Und uns war da auch klar, dass er nicht mega ausgefuchst sein wird, aber er wird robust sein, er wird solide sein und er wird gut laufen. Das war der größte Anspruch, den wir an uns selbst hatten. Jo. Und nach dem Tag ging quasi die Arbeit los. Wir sind... in Dennis Keller mal wieder. Ja, yeah. Willkommen im Film Club. Erzähl mal, was wir gemacht haben, Dennis. Also Eiche hat schon mal bereits erstellte Dateien genutzt und hat die ausgedruckt. Die seht ihr hier. Und die haben wir dann probiert, zusammen mit diesen Kupferrohren hier zu verbauen. Haben mal geschaut, wie das Ganze funktioniert und waren dann absolut nicht zufrieden, würde ich jetzt mal sagen. Also kein Front an denjenigen, der sie erstellt hat, aber... Ja. Genau, wir waren nicht absolut unzufrieden, aber wir waren... maximal. Also... das Tutorial, das du mir gezeigt hast, war ja von DIY Perks. Ja. Das ist cool. Und er hat auch die Dateien kostenlos zur Verfügung gestellt. Wir haben die runtergeladen von Thingiverse. Und das sind diese hier. Und ein paar Sachen haben uns halt gestört. Ja? Also zum Beispiel, dass die Teile so mega dünn sind. Oder dass halt Funktionen drin waren, die wir jetzt nicht unbedingt benötigt haben. Wie hier war so ein Klappscharnier. Und das auch gleich mal abgebrochen ist. Und insgesamt die Stabilität halt einfach genau. Auch nicht so war, wie wir es uns vorgestellt haben. Und durch das Design der Teile halt auch manche Schwierigkeiten aufkommen, die jetzt so in deiner Version, die du verändert hast, nicht mehr da sein werden. Genau. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und versucht, in Blender das selber zu konstruieren. Also, ich bin gerade im Blender. Jetzt ist halt die Frage, ich würde jetzt halt gerne mal sehen, wie breit der ist. Transform. Sind das jetzt Millimeter? Sind das jetzt 80 Millimeter? Okay, das ist cool. Das kann nämlich gut sein. Ich setze das mal auf 0. Z auch auf 0. Ah, okay. Dann ist es genau... steht das jetzt auf der Linie oder ist das jetzt in der Mitte? Das sieht gut aus. So, und dann will ich eigentlich... warum ist es jetzt auf... warum ist das so krumm? Ich will es einfach nur auf 0 haben. Fuck you, ey. Was ich halt echt null checke. Jetzt machen wir mal Scale. Ja, das würde ich jetzt aber gern. Oh, ist das ätzend. Das checke ich noch null. Change this end as well. Because then you will actually be able to see your models that you render out. What the fuck? What the fuck? Was macht er denn jetzt? So, weißt du was? Mir ist das jetzt echt zu blöd. Ich raff nicht, wie ich so einen Circle richtig messe. Und was ich jetzt mache, ich mache einfach... sorry. Ich mache... Add. Dann nehme ich jetzt einen Cube. Und dann sage ich, dass der Cube... boah, geht das mir schon wieder auf den Sack. Oh. Ja, shit. Ich habe in Blender bisher nur Modeling gemacht und eher so kreatives, freies Zeug. Und so CAD-Design... genaue Maße habe ich noch nie benötigt. Ja, und am Ende
hat es dann aber doch geklappt. Also ich bin dann langsam reingekommen, habe gecheckt, wie man Dinge in Blender richtig ausmisst. Und nach ein, zwei Tagen hatte ich dann wirklich alle Einzelteile zusammen. Das erste Teil war der Schlitten. 4 Löcher für die Rollen. Die Rollen haben wir aus Amazon, die sind super günstig. Und in der Mitte ist ein 1/4 Zoll Gewindeloch für den Kugelkopf. Das zweite Teil war das Center oder dieses Mittelstück. Aus dem Center-Teil habe ich die beiden Endstücke gemacht. Das ist einfach nur in der Mitte halbiert. Das aufwendigste Teil waren die Endkappen. Die Endkappen garantieren einfach, dass der Schlitten gut läuft und dass quasi ein bisschen verbindungssteifer wird und dass links und rechts der gleiche Abstand ist. Ja, und als ich dann safe war, als ich das Gefühl hatte, okay, du hast jetzt nicht den größten Crap hier irgendwie zusammengestaltet, dann habe ich die Teile 2-mal ausgedruckt. Einmal für Dennis, einmal für mich und einmal so ein bisschen Backup. Und dann war ich fleißig, habe die Teile gedruckt, habe die heute mitgebracht. Mhm. Ich war in der Zwischenzeit nicht so fleißig. Jo, was machst du da? Du kannst die Story posten. Das ist wichtig. Kannst du schon was machen, dass mein Bauch kleiner wird? Ah, das wünschte ich auch, dass das bei mir geht. Also, wir brauchen jetzt einen Schlachtplan, Digga. Mit was fangen wir an? Wir bestimmen die spätere Länge von unseren Slidern, indem wir jetzt unsere 2,50 Meter langen Kupferrohre absägen. Und dann haben wir hinterher Slider, die 1,24 Meter lang sind. Okay, das heißt, wir schneiden jetzt Rohre? Mit dieser wunderschönen kleinen Säge. Gar nicht überdimensioniert für diese kleinen Rohre mit 1 mm Stärke, aber ja, wer hat, der hat. Was ist das jetzt für eine Säge? Das ist eine Metallkreissäge. Aber natürlich geht auch alles mit der Flex oder mit der Handsäge. Aber Handsäge ist halt auch anstrengend. Sollen wir es auf 1,24 mäßiger? Gehen wir noch eins zurück. Okay. Hier. Ja? Klingt das männlich genug, oder? Brutal männlich. Wir haben jetzt hier so einen Anschlag improvisiert, damit alle Rohre, die wir jetzt schneiden, gleich lang sind. Genau, jetzt müssen wir mal gucken, ob es passt. Ob wir den Anschlag auch, damit wir immer die 1,24 circa haben. Ja, yeah, let's do this. Sieht geil aus, sieht gefährlich aus. Ja, ist es. Rin, rin, Rohre schneiden, los yep. geht's. Let's go. Wie durch Butter. Und Vorschub langsam. Also, was ist Vorschub langsam? Also hier. Das ist die Sicherung draußen. Darkness, mal. Gleichmäßig. Wir schauen, vielleicht fliegt uns gleich wieder die Sicherung. Alles klar. Also den kleinen schwarzen ja. rüber und dann ganz. Ich sag's dir, Digga, ich hab so Respekt vor diesen Maschinen. Wir haben jetzt 4 gleich lange Rohre, oder? Nice. Ja. Also im besten Fall ja. Sieht doch gut aus. Genau. Was entgraten wir jetzt? Also wir werden jetzt die ganzen Schnittkanten, die Enden der Rohre, entgraten. Damit die dann besser in die Endkappen passen. Weil wir haben festgestellt, dass die relativ eng sitzen und deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen Material wegnehmen und dann werden wir die erwärmen und hoffen, dass sie gut passen. Yes, wechseln! Ich liebe Kupfer, Alter. Ich find's total faszinierend. Guck mal, wie schön. Guck mal, wie viel Kupfer wir jetzt an den Händen haben. More shiny. Bisschen gay. Probier. Das war der Prototyp für das hier. Wir haben uns jetzt Handschuhe angezogen und sehr komplette Handschuhe, ja. Wir haben jetzt, zeig mal her. Wir haben uns jetzt super sichere Handschuhe angezogen. Genau. Safety first, Kids. Erwärmen jetzt ein bisschen hier dieses 3D-Druckteil und auch das Kupferrohr. Und dann kommt das Rohr in diese Endkappen. Und so fangen wir jetzt einfach mal an. Let's go. Warum müssen wir es erwärmen, Eiche?
Na, wir machen es warm, damit es ein bisschen flexibler ist und damit das Teil auch nicht bricht, wenn wir das Rohr da reinstecken. That's what she said. Geilon. Digga. So, ich werde jetzt die Einlötgewinde einlöten. Okay. So, wie viel Grad kann man das hier einstellen? Wir haben 200, ich mach mal 300. Wir probieren es mal mit so einem Centerpiece und einem fetten Gewinde. Also Eiche, erzähl mal, was machst du jetzt? Also, ich werde jetzt die Gewinde einlöten. Wir haben ja einmal so ein Viertelzoll Gewinde und wir haben von den M5 Gewinden dabei. Wenn das alles passt, also ich werde die hier so ansetzen. Den Durchmesser habe ich so gewählt, dass es eben halt diese kleine, die dünnere Seite von dem Gewinde ist. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist eine dickere Lötspitze nehmen. Die jetzt schon heiß ist? Ja, lass die uns kurz wechseln. Yes, I like. Zip. Ich find's cool. Der nächste Step war ein bisschen tricky. Da ging es nämlich darum, die Rohre zu bohren und die Rohre an den 3D-Teilen festzuschrauben. Wir verkopfen uns hier nämlich gerade zu sehr. Oder? Dennis verkopft sich. Eiche auch ein bisschen. Nein, Mann, ich würde einfach die Plastikdinger dran machen und durchbohren. Ja, okay. Jetzt wird's interessant. Wir hatten nicht die beste Auswahl an Schrauben zur Verfügung. Manche Schrauben mussten wir kürzen. Haben wir an diesem Drehschleifteller von Dennis gemacht. Und andere haben wir einfach ein bisschen länger rausstehen lassen. Unterlegscheiben und gut ist. Am Ende, off-camera, haben wir dann nochmal Schrauben gekauft und die ersetzt, damit es schöner ist. Was läuft? Hat sich was verändert? Mhm. Guckst du mal, guck mal da drauf, wie geil das kommt. Vor allem der Tracking. Ist das geil! Ich hab das Tracking auf das WD-40, sag mal. Wie geil ist das denn? Hast du das mal aufgenommen? Ja, gerade eben. Ich würde das Ganze jetzt noch gerne mit so ein bisschen... Oh. Ja, wir sind gerade happy. Dezent. Der Tag neigt sich zwar dem Ende zu, aber wir haben ein Slider haben wir, warte, ich leg das mal hier hin. Also, Moment. Wir haben einen Slider gebaut. Mhm. Und alles hat gepasst. Es haben wirklich
alle 3D-Teile so gepasst, wie wir es uns ausgedacht haben. Ja, jetzt machen wir hier gerade die ersten Sliderfahrten und sind total happy. Also mega. Richtig nice. Und ja. Ups. Oh. Das war schmerzhaft, Digga. Ja, also man hört, wir sind happy. Es ist spät. Es ist spät. Es ist wesentlich später, als wir es eigentlich geplant hatten. Wir haben jetzt gerade die kleine Osmo drauf, aber es ist herrlich. Ja, übelst gut. Fazit für heute, Dennis. Was wollen wir noch loswerden? Das Coole an der ganzen Geschichte ist, ihr könnt die Dinger eigentlich so lang machen, wie ihr wollt. Ja. Also wenn ihr Platz habt, dann könnt ihr einen 3-Meter-Slider oder einen 5-Meter-Slider machen. Ja, und beim nächsten Mal hätte ich gesagt, zeigen wir, was wir damit alles Cooles anstellen können. Nice. Nee, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Was sagst du? Ja, war richtig geil. Ich werde alle Daten kostenlos zur Verfügung stellen. Ich werde die STLs werde ich auf Thingiverse hochladen. Das heißt, jeder von euch kann das nachbauen, kann das einfach runterladen, nachdrucken, aus Holz nachbauen, whatever. Ey, und bitte verändert die Daten ruhig, macht Remixes davon, verbessert meine Fehler. Vielleicht entsteht am Ende ja noch ein richtig geiler Slider. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ich mache die Links zu den Teilen in die Beschreibung rein. Ich mache eine Materialliste, was ihr braucht. Dennis und ich, wir haben mal überschlagen, was der Slider so kostet. Und ich glaube, wir sind auf 40 bis 45 Euro gekommen. Also wirklich mit Schrauben, mit Gewinden, mit Rohren, mit Material für den 3D-Drucker. Natürlich ist der Preis vom 3D-Drucker nicht und Werkzeug ist auch nicht mit drin. Aber reine Materialkosten, so 40 bis 45 Euro für einen Slider mit 1,24 Meter Länge. Geil, oder? Das war's mit dem DIY-Slider. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.